Wo sonst Geldtresore strengstens überwacht werden, findet seit Dienstag der Landesarchivtag statt. Veranstaltet wird dieser Tag vom Landesverband Sachsen-Anhalt, der dem Verband Deutscher Archivarinnen und Archivaren e.V. angehört. Unter dem Motto »Es hat Klick gemacht« und dann »Fotos im Archiv« diskutierte man während einer Tagung über Digitalisierungsmöglichkeiten von Archivmaterialien. Insgesamt 6 Vorträge und 3 Workshops widmen sich der Thematik Bildrecherche und Bildaufbewahrung und die damit verbundenen rechtlichen Fragen und Anforderungen an die Archive. Ja, zum großen Teil sind die Archive schon digital. Auch heute wird schon eine Vielzahl von Bildquellen, aber auch von Informationsquellen digital abgelegt, digital gespeichert. Und darüber wollen wir uns austauschen, wie sicher können wir dies in die Zukunft bringen. Die Vorteile liegen dabei auf der Hand. Die schnelle Verfügbarkeit und die großen Datenmengen machen die Suche in der Vergangenheit sehr viel einfacher. Dennoch müssen kleine wie große Archive die Maßnahmen zur Digitalisierung erst einmal richtig einschätzen. Und dabei spielen die Finanzen eine nicht zu unterschätzende Rolle. Das ist wirklich jedes Mal kritisch abzuwägen. Zum einen haben Sie ja natürlich in der konventionellen Archivierung den Raumbedarf. Sie müssen Gebäude vorhalten, Sie müssen Regalanlagen dafür schaffen. Aber auch im digitalen Bereich müssen Sie Leistungen untersetzen. Sie müssen die entsprechende Rechner und vor allen Dingen auch die Speichertechnik vorhalten. Und gerade in diesem Bereich muss klar definiert werden, welcher Einsatz ist möglich. Letztendlich werden die Archive nie aufhören, sich zu füllen. Die Art des Befüllens wird sich nur in Zukunft drastisch ändern und modernisieren.